Was denn? Was ist denn hier los? Aber hier haben ja Polizisten drin. Warst du hier irgendwie ein Verräter oder so? Ehemaliger Gesetzeshüter. Wie ist denn uns der durch die Lappen gekommen? Aber hier, guck dir mal. Essen. Perfekto. Kommen sie alle hier rüber. Was ist hier? Das schnallt er gleich. Dann machen wir hier noch Räume. Nee, habe ich eigentlich bei der Stationierung? Was ist denn das? Der ist nur Personal, ne? Oder ist es der da oben? Nee. Der ist nur Personal. Und dann kriegst du das nämlich auch. Alter. So. Dann soll das, dann können wir den weg leerräumen. Da haben wir jetzt zwei leere Räume. Untereinander. Was kann man denn mit denen mal anstellen? Oder ich mache die Einlieferung mal neu mit einer Schleuse. Wäre vielleicht auch mal eine Idee. Was ist denn hier? Innenliegend, Schreibtisch, Tisch und Stuhl. Das ist innenliegend. Also, danke. So. Ja, aber warte mal. Ich hab's mit meinen. Einlieferung, da gehörten Aktenschränke gehören dahin. Ist ja wichtig, ist ein bürokratischer Akt. Und hier können Sie noch mal rausgucken, die Jungs, bevor sie in unserem Knast dahin vegetieren. Ja, können auch richtig rausgucken. Haben die denn davon? Guck du mal. Kommt die Aktenschränke? Passt. Sicherheitsbüro. Geht auch. Fünf Familien warten auf. Was hat er denn hier für ein Problem? Das ist in der letzten Folge auch schon Größe. 4x4. Ja, was ist denn das? Ich zieh doch mal den Psychologenraum dahin. Vielleicht irgendwie ein Problem oder so. Ich weiß nicht. Wo ist er denn? Mann! Nimm der Hirndoktor. Gruppenraum. Was haben wir hier? Was sind wir hier? Knochen? Haben wir irgendwas mal. Was war denn das jetzt hier? Irgendwas mal übersehen hier oder so? Lass mich nochmal hier gucken. Eine Putzkammer brauchen wir jetzt nicht. Hier haben wir Besucherraum, haben wir auch genug. Personalraum, Rüstraum. Na gut, Zwinger haben wir jetzt auch. Exportkapelle, Anhörungsräume 9 Stück. Meine Güte. Das ist schon heftig viel, ne? Abfall halt nur ein, aber mehr braucht es ja auch nicht. Ich sehe da jetzt nicht das Problem drin. Klassenräume, gut, das würde ich mir mal angucken. Das hat ja mal irgendwann nicht funktioniert in der Alpha 31. Alpha 31, ach, das ist Büro, ist das. Da kann ich natürlich lang suchen. Hof, Wäscherei, Klassenraum, Baumschule, Zelle, Kantine, Küche. Wo läuft denn da ein verletzter Polizist? Gäste bitte mal. Das ist doch hier. Ja, ist alles in Ordnung. Da oben eigentlich noch der Knasti, der Psychologe. Schlafen sie alle? Ich mach dem sein Büro mal weg. Oh. Was ist das denn? Hä? Hab ich noch mal irgendwann Mist gebaut oder so?
Kriegst gleich noch einen neuen Fußboden. Keine Panik. So. Parkett. Nein, da nicht. Da will ich kein Parkett. Hier will ich Parkett. So, machen wir das weg. Komm du mal her. Geh mal da hin. Geh mal da hin. Alter! Geh weg. Wer sind jetzt hier? Ihr sollt den Fußboden machen. Hm. Kommt das Essen vorbeigeflogen? Haben wir halt mal erst einen Psycholog. Das müssen wir nochmal gucken. Was ist denn hier mit dem Büro? Gleich gefangen, ne? Können wir gleich den neuen Raum da drüben testen? Da ist es. Was ist denn hier das Problem? Aktschrank, Stuhl, Schreibtisch. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, da ist sogar 5. Räume. Büro. Nein. Hat das jetzt geschnallt? Sieht so aus. Da kommt dann der Psychologe gleich wieder. So, jetzt will ich mal gucken, wie der Anlieferung hier, ob das mit dem Ausladen funktioniert. Und hier los. Neue Klamotten haben sie aber irgendwie. Normalerweise bringen die doch neue Klamotten da rein, oder? Für das Umziehen von den Heinis. Was ist los hier? Hm. Wo bleiben sie denn? Da sind noch 14 Minuten. Hier staut's. Dass diese Fahrer manchmal so lang brauchen, bis sie da die Karren wegfahren. Mann. Echt. Aber jetzt geht's. Okay, irgendwie, glaube ich, könnten wir mal den Abfall irgendwie... Hält der ganze Verkehr auf. Was ist eigentlich mit dir los hier unten, Kollege? Was ist... Was willst du denn? Schlafen, ne? Ja. Ist kein Bett da drin, ne? Guckst du blöd. Was er durchdreht. Ach, das ist... Ja, komm. End Punishment. So. Jetzt bin ich mal gespannt. Hast du eigentlich was gegessen? Ja, jetzt, jetzt gucken wir mal, was passiert. Ah, jetzt speichert er erstmal. Dass der da unten ein Personal bindet, ne? Der Heini. Jetzt tut er bestimmt der Alten gleich den Hals umdrehen. Ist ja Mädel, oder? Ja. Schlaf doch halt mal eine Runde. Ah ne, es ist Essenszeit. So. Und jetzt, da ist ein Bett. Was macht er nun? Alter, jetzt mach mich aber nicht schwach, ne? Sleep, ja, und was ist da? Hast du Schlafentzug gehabt? Ja, können auch ein bisschen Waterboarding machen. Wenn du Bock hast. Ja, wieso? Wieso tut denn der jetzt zum Beispiel nicht schlafen? Er kann sich doch hinlegen und pennen. Er hat zwar Essenszeit, interessanterweise, aber ich glaube, der kann ja sein, dass der unten in der Zelle schon gegessen hat, aber ich habe kein Tablett gesehen.
bring ja da die Polizisten hin. Okay. So, lass mal hier gucken. Dass sie mal alles auf den Boden schmeißen müssen. Ich mache aber hier mal was anderes rein. Und zwar hier. Metall. Gibt Metallfußboden. Ja, das sieht aber eigentlich. Sieht ganz okay hier aus. Wird mir so gequetscht. Er setzt sich hier an den Schreibtisch, ja. Oh, apropos, ich habe was vergessen hier. Flup. Ist? Gar nichts? Apropos Informanten. Activate. Entschuldigung. Tun wir hier aktivieren. Und dann sehen wir da mal weiter. So. Wird er auch schon gebracht? Ne, der wird noch nicht gebracht. Der kurft noch mit seinem Ding da rum. So. Ehemalige Gesetzessicherheit. Ja, aber der ist doch schon. Ja, der ist nicht in den Geschützten. Der kam eben, glaube ich, von da drüben, ne? Ja, aber das ist jetzt hier deutlich schneller gegangen, oder täuscht das? Glaube ich zumindest. Nanu? Oh, der ist aktiv. So, wer ist denn das, der hier? Auf den ist ein Kopfgeld ausgesetzt. Wer bist denn du? Programmer? Programmierer? Der Jens? Einiges hört er zu stark. Und, oh, er ist ein Verräter. Alles klar. Oh, Jens. Das wurde halt nicht angezeigt. Zack. Weiter geht's. So, sonst eigentlich, das ist ein, das ist klar. Wie sieht's hier aus? Irgendwelche Fluchtversuche? Nö. Liegt eigentlich auch nicht viel in diesen Zellen rum. Brauchen wir eigentlich keine Durchsuchung machen. Danke. Danke. So. Kannst du wieder abtapfen. Alles klar. Fußboden ist auch drin. Ah, hier wird jetzt die Wäsche. Was ist das denn? Was? Beton? Ach so, das wird ins Lager gebracht. Alles klar. Hier, der Polizist bringt die dreckige Wäsche weg. Das passt auch. Okay. Was stelle ich denn jetzt mal hier mit dem Ding an? Soll ich hier wirklich mal... Ich kann ja so eine Schleuse machen. Destinet, aber dann... Boah. Laufen die natürlich auch immer noch einen Bogen. Er läuft wieder hier als Grauer in den gefährlichen Bereich. Dann hier und dann zum Beispiel hier so... Und ja, muss ich mir nochmal überlegen, ich weiß es nicht. Aber da wird sich doch was mit anfangen lassen, oder? Vielleicht kann man auch dieses Psychologenbüro da mal mit einbeziehen oder so. Ist ja jetzt kein Psychologenbüro, ist jetzt normales. Haben wir noch keinen neuen Psychologen eingestellt.
Ja, ich würde schon den Eingangsbereich hier mal umbauen. Ich meine, es ist hier gerade, straight, aber dann verlangsamt sich halt auch alles. Was ist denn eigentlich jetzt? Guck ich nochmal hier unten. Was ist eigentlich mit dir jetzt? Was machst denn du? Freizeit hat er. Der hat Freizeit. Was ist denn? Stirbst eh bei uns. Wieso pennst du denn nicht? Abriegelung. Stimmung schlecht, normal gut. Verfassung keine. Niedergeschlagen, verletzt, unterdrückt. Sicherheitsunterweisung gescheitert, mir klar. Ja, ist mir auch klar. Und hier, alles grün bei euch? Alles klar. Ach so. Ihr? Sieht okay aus. Ihr dürft auch gern hier nochmal ein bisschen was einräumen. Keine Anhörung hier? Klasseraum? Hier wird Unterricht. Ach, der geht hier in den Klassenraum. Das ist der Graue. Der hier macht niemand was. Sag mal. Der dahin? Ist das wieder einer, der hier durch die Tür gelassen wurde? Der schmuggelt jetzt was. Kommen noch ein paar Klassenheinis, der schmuggelt was. James. Jetzt gucken wir den mal und dann lassen wir ihn durchsuchen. Und du bist dann verantwortlich, dass auch dein ganzer Zellenblock durchsucht wird. Ja, musste ich dann in der Dusche wieder bücken und die Seife aufheben, ne? Wo? Der wird dann aber nicht da unten auch durchgelassen, oder? Macht der denn? Mörder, 25 Jahre. James. Unterdrückt, normal, Tageslohn, Schlaf, okay. Kürzliches Fehlverhalten, Zerstörung, Gefangene angegriffen, Personal angegriffen, ernsthafte Verletzung, Mord, Waffenbesitz, Drogenbesitz, Luxusgüterbesitz. James? Was immer du da schmuggelst, du kommst nicht weit. Was jetzt? Jetzt manipuliert er unsere Stromversorgung hier, ja? Mein Schwein pfeift, du. Einzelhaft nur 4, eingesperrt 7. Ja. Was ist denn? Jetzt hat er es da geholt, oder? Jetzt läuft er wieder zurück? Okay. Gefangenen durchsuchen. Und seinen Zellenblock. Da kommt der Nächste. Habt ihr das gesehen? Die werden da durchgelassen. Mann! Sag mal her. Ja, speichere mal ab. Da auch. Huch, ist er jetzt gebeamt? Nee. Du, Herr Kollege. Gefangen durchsuchen. Zelle durchsuchen. So, hast du was? Komm. Na? Ja. Drogen und eine Schere. Hat er sich geholt. Nadel. So, du? Du wirst noch durchsucht. Ja, die werden hier reingelassen. Welchen Zellenblock war der eigentlich? Jetzt ist Essen. Jetzt will ich mir das mal anschauen hier. Funktioniert.
Hier funktioniert. Sehr geil. Freut mich. Alles klar. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bedanke mich fürs Zusehen. Ein schönes Wochenende noch. Ihr seht die Folge jetzt hier am 2. Mai. Bis dann. Ciao. Ciao.